Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast, bei uns passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Es ist das erste von insgesamt 20 Hamburger Derbys in dieser Regionalliga-Gruppe. Altona 93 trifft auf den Hamburger SV2. Beide Teams sind sieglos gestartet. Altona verlor gegen Phoenix Lübeck. Der HSV kam indes nicht über ein 1:1 gegen Lüneburg hinaus. Drucksituation also für beide. Eine, mit der HSV zunächst in den weißen Trikots besser umzugehen wusste. Die Anfangsphase gehörte den Gästen. Das ist Bukuso. Der spielt Mikado mit Sieberta auf der rechten Seite, bleibt aber im Ballbesitz und spielt ihn auf Robin Meissner. 1:0 für die Gäste nach 12 Minuten. Erstes Saisontor für Robin Meissner, dem Neuzugang von der U23 des FC St. Pauli, weil Bombig in der Mitte nicht rechtzeitig schaltet und sich Siebert auf Außen abkochen lässt. Der HSV insgesamt besser, aber nicht übermächtig und immer wieder mit freundlicher Unterstützung der Altonaer Defensive. Dieser Blindgänger von Leon Montenk mündet beinahe im 2:0. Aber Tobias Braun, der Keeper von Altona 93, pariert exzellent gegen Moritz Broni Quarteng. Die Gastgeber im Allgemeinen nur sehr ausgesucht in der Offensive. Das ist Kosanic in Richtung Dennis Rosin. Rosin aus der Distanz. Erste gute Möglichkeit für Altona. Die Gastgeber verteidigten aber mit einem Hang zum Abenteuer. Beispiel gefällig. Henrik Bombig, dieses Luftloch gegen Robin Meissner. Und einmal mehr ist es Tobias Braun, der beste Spieler von Altona. Und wir wissen alle, was das heißt. Kurz vor der Pause nochmal Dennis Rosin mit diesem Freistoß in die Wolken. Andreas Bergmann konnte zur Pause mit dieser Leistung nicht zufrieden sein. Die zweite Halbzeit und wieder mussten die Gastgeber von Glück sprechen, dass der HSV zahlreiche gute Möglichkeiten liegen ließ. Beispielsweise hier Farid Alidou über den Kasten. Kurz darauf, Amin Sadeh klärt den schwach und dann ist es Erdi Bukuso und einmal mehr heißt es alle gegen einen überragenden, gegen einen exzellenten Tobias Braun. Kurz darauf der nächste Angriff der Rothosen über Limani und Jonah Fabisch und wieder ist es natürlich Tobias Braun. Dank ihm übersteht Altona diese Phase und bekommt dann die Chance per Ecke. Viel Gewusel, auch Wachowski hält nochmal die Schulter rein. Letztlich kommt nicht Zählbares dabei raus. Aber die Hoffnung bei Altona war trotzdem da. Ob der nur knappen Führung der HSV, auch bei Richard Golz, für den das natürlich ein besonderes Spiel ist. Seit Mai leitet er die Geschicke an der Kriegsstraße. Für den HSV bestritt er als Torwart 313 Pflichtspiele. Kurz vor Ende dann nochmal der Fallrückzieher durch den eingewechselten Dominik Akyol. Beste Chance des zweiten Durchgangs für Altona. Der HSV mit einer von vielen Möglichkeiten, das Ding hier endgültig zuzumachen. Farid Alidou nach Vorarbeit von Moritz Broni Quarteng. Einmal mehr Tobias Braun zur Stelle. Das war sie, die letzte Aktion des Spiels. Der HSV holt trotz vieler vergebener Chancen den ersten Sieg der Saison. Für Altona 93 folgt auf die Enttäuschung des ersten Spieltags die nächste in Form dieser Niederlage. Jetzt geht's weiter mit den Stimmen zum Spiel. Ja, ich glaube, es war wichtig, irgendwie die Punkte heute mitzunehmen, gerade nach der Enttäuschung letzter Woche. Wir haben die Woche jetzt konzentriert dafür gearbeitet und im Endeffekt, aufgrund der ersten Halbzeit, glaube ich, ist der Sieg dann verdient. Ja, wir haben uns sicherlich nicht so viele Torchancen heute erarbeitet, ist ganz klar. Der HSV war sehr spielbestimmt, hat mehr Ballbesitz gehabt und sind meist hinterhergelaufen. Das war jetzt auch nicht zu erwarten, dass wir das Spiel bestimmen, aber klar. Wir sind nicht so richtig vors Tor gekommen, zum Schluss dann nur mit langen Bällen. Das müssen wir natürlich besser machen. Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio.
Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei. Dein Mietwagen zum Discounterpreis.